Heute will ich euch noch eine Geschichte von Jesus erzählen, die er einmal seinen Freunden erzählt hat. Ich glaube sogar, ihr habt es alles schon einmal so ähnlich mit Mama oder Papa erlebt. Da waren zwei Brüder. Der eine wollte unbedingt von zu Hause weg. Alles, was Papa machte, gefiel ihm nicht mehr. Papa war traurig, aber er gab ihm ganz viel Geld mit und verabschiedete sich von ihm. Der Junge hieß übrigens Ben und ging nun fröhlich fort. Endlich konnte er sich alles kaufen, was er sich schon immer gewünscht hatte, aber nie bekommen hatte. Viele wollten wegen der tollen Sachen auch gern jetzt mit ihm spielen. Nur ganz schnell war das Geld alle, die vielen schönen Sachen wieder weg und auch die Freunde wollten nichts mehr von ihm wissen. Jetzt war er allein, konnte sich nichts mehr zu essen kaufen und hatte riesen Hunger. Bei einem Bauern durfte er dann im Stall schlafen und auf die Schweine aufpassen. Oh, wie das dort gestunken hat. Da fiel ihm ein, wie schön es doch zu Hause bei Papa war. Ein warmes Bettchen, Kuscheln mit Papa oder Mama, lecker Essen, einen Bruder zum Spielen. Ob ich wieder nach Hause gehen kann? Ob Papa nicht total sauer auf mich ist? Ich habe sein ganzes Geld ausgegeben und nichts erreicht. Ob er mich noch lieb haben kann? Ben nahm allen Mut zusammen und machte sich auf den Heimweg. Angst hatte er, was Papa sagen würde, ob er überhaupt wieder nach Hause kommen darf. Aber natürlich darf er nach Hause kommen und ja, der Papa hatte ihn noch lieb, sehr sogar. Er wartete jeden Tag ganz lange an der Tür oder am Fenster, ob Ben kommen würde. Und heute war es soweit. Schon von Weitem sah er ihn kommen und rannte auf ihn zu, um ihn in seine Arme zu nehmen. Ben entschuldigte sich ganz oft. Der Papa aber freute sich so sehr, dass er wieder da war, dass er gleich ein großes Fest vorbereitete. Ben sich im warmen Wasser waschen konnte und schöne neue Anziehsachen bekam. Das hatte Ben niemals gedacht. Sein Papa war so lieb. Und ich glaube, deine Mama und dein Papa sind auch ganz oft so. Auch wenn du Mist gebaut hast und Mama oder Papa mal geschimpft haben, so nehmen sie dich doch wieder in den Arm, weil sie dich ganz lieb haben. In der Geschichte meint Jesus mit dem Papa seinen Papa im Himmel, also Gott. Er hat uns noch viel mehr lieb, als uns Mama und Papa lieb haben können. Zu ihm dürfen wir immer kommen.